sie hin? Mom, warte! Komm zurück! Eine Prinzessin im Wald einem Bären hinterherjagen zu sehen, hättet ihr wahrscheinlich nicht erwartet. Aber das ist in Ordnung. Man sagt mir nur selten nach, dass ich mich wie eine richtige Prinzessin benehme. Ich bin Merida, die Tochter meines Vaters. Das ist er, Fergus, der Bärenkönig von Dunbroch. Er hat mir beigebracht, ein Pferd zu reiten, das Schwert zu schwingen und mit Pfeil und Bogen zu gehen. Aber über den Hof herrschen, das ist die Spezialität meiner Mutter. Königin Eleanor, die Diplomatin. Sie versucht ständig, mir beizubringen, wie man eine richtige Prinzessin wird. Sie versteht mich nicht. Sie versucht es nicht einmal. Ach, ich wünschte, sie wäre anders. Ich kann sie nicht weiter verfolgen. Oh, das ist alles die Schuld der Hexe. Die Irrlichter. Sie werden mich zurück zur Hexe führen. Dann kann ich sie zwingen, meine Mom zurückzuverwandeln. Mom hatte ihre eigenen Pläne für mein Leben. Sie interessierte sich nicht dafür, was ich wollte. Also lief ich davon und fand mich am Haus der Hexe wieder. War dieser Ort wirklich real? Oder war er nur da, weil ich es so wollte? Ich befahl der Hexe, mir einen Zauber zu geben. Verlangte es als zukünftige Königin von Dunbroch. Ach, was war ich doch für eine Narren. Du hast meine Mutter in einen Bären verwandelt. Das ist alles deine Schuld. Meine Schuld. Meine Schuld? Ach, aber wer bin ich denn, mich der zukünftigen Königin von Dunbroch zu verweigern? Schon gut, aber du hast mich ausgetrickst. All dieser Zorn und dieses Misstrauen, das ist es, was die Probleme in erster Linie verursacht hat. Du hast das verursacht. Nein, Kind. Diese Magie ist viel älter als der Zauber, der deine Mom verwandelt hat. Vor langer Zeit begann ein Bär durch diese Wälder zu streifen, der aus Eigensinn und Misstrauen geboren worden war. Mordu? Mordu? Ei, aber die Bestie lebt noch. Mordu wird von Wut und Selbstsucht am Leben gehalten. Er wandert noch immer durch den Wald. Seine verfluchte Seele verdirbt die Macht der alten Steine. Dieses Verderbnis ist aus den Steinen gesickert, hat den Wald verschmutzt und alle Arten an schrecklichen Lebewesen aus vergangenen Zeiten wieder auferstehen lassen. Harpyien, Alraunen und Geisterwölfe. Und es hat auch meine eigene Magie durcheinander gebracht und sie wurde unvorhersehbar. Deine Mutter ist jetzt von dieser Magie berührt worden. Mordus Macht kommt von genau den Wegsteinen, die er verdorben hat. Du musst die Kreaturen besiegen, um die Wegsteine zu reinigen und den Schmutz zu beseitigen. Ich? Warum soll ich das machen? Weil du, dummes Mädchen, die beste Bogenschützin dieses Königreiches bist. Bist du doch, oder? Aber kann ich dir vertrauen? Ohne Vertrauen wird deine Mutter für immer gefangen bleiben. Möchtest du, dass sie wie Mordu endet? Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ach, ich hätte es fast vergessen. Nimm dieses Amulett. Du wirst es brauchen, um den ersten Wegstein zu reinigen. Jetzt geh schnell, während wir hier plaudern. Also, wenn ich diese Lichtung wieder normal machen kann, dann sollte ich auch den Rest des Waldes wiederherstellen können. Und Mom, vielleicht hat die alte Hexe die Wahrheit gesprochen. Und das bedeutet, dass Mordu gerade hier war. Deine winzigen Wünsche. Mom? Oh nein, dein Bein! Bitte, lass mich dir helfen. Ich kann eine Salbe machen, so wie Dad es mir beigebracht hat. Keine Sorge, Mom. In dieser Höhle wird es die Schafgarbe geben, deren Wurzel ich brauche. Es dauert nicht lange.
muss ihr Mom zurückbringen. Und zwar schnell. Hier, das sollte deiner Wunde gut tun. Ausdruck in ihren Augen. Nicht einmal menschlich. Oh, wenn ich Mordus Schmutz nicht beseitigen kann, wird sie dann jemals wieder meine Mom sein? Wie soll ich das bloß hinkriegen? Ah, da seid ihr ja. Legt los, Jungs. Aufhalten. Es wird also wohl nicht einfacher werden, oder? Mich noch an die Worte der Hexe, als sie mir den Zauber gab. Heile die Bande, die Stolz zerriss. Jetzt verstehe ich, was sie mit Stolz meinte. Mom sagte, ich würde mich wie ein Kind benehmen. Und ich nannte sie eine Bestie. Sie hat mich nie verstanden. Und ich habe nie versucht, sie zu verstehen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Nicht besiegt, Mordu. Noch ein kleines bisschen und ich habe deinen Fluch ein für alle Mal besiegt. Es tut mir so leid, Mom. Ich habe dich einfach nicht verstanden. Das begreife ich jetzt. Mordu! Nein, Mom. Das ist mein Gegner. Heile die Bande, die Stolz zerriss. Jetzt verstehe ich. Es ging nicht nur um einen Wandteppich oder einen Zauberspruch. All der Stolz, die Selbstsucht und der Zorn in mir. Durch diese Gefühle wurde auch Mordu erschaffen. Sie hielten ihn all die Jahrzehnte am Leben. Ich muss ihn auf meine eigene Weise bekämpfen. Nicht nur für Mom oder die Jungs oder auch das Königreich. Ich muss es für mich selbst tun. Alles, was Mordu am Leben hielt, war sein Fluch. Sein Zorn und die Dunkelheit. Da die letzten verfluchten Lebewesen besiegt sind, ist Mordu mit dem Wind gegangen. Seine verfluchte Seele ist erlöst. Nein, es gibt keine winzigen Wünsche. Und es gibt auch keine kleinen Schlachten. Aber die Reise war es wert. Ich habe Mordu besiegt. Ich habe diese üble Verschmutzung beseitigt. Und ich habe das Königreich befreit. Und darüber hinaus habe ich gelernt, dass so manche Bande nicht so leicht zerrissen werden sollten. Ich bin Merida und noch immer die Tochter meines Vaters. Aber jetzt begreife ich, dass ich auch die Tochter meiner Mutter bin. Tapferkeit, Kampf, Abenteuer, ohne Opfer, Pflichtbewusstsein und Verantwortung sind sie nichts wert. Das ist eine Lektion, die mir auch als zukünftige Königin von Danbroch behilflich war. Aber das ist eine andere Geschichte.
gemacht, Jungs. Und jetzt bleibt in der Nähe und seid vorsichtig. Eine verblüffende Ähnlichkeit mit meinem geliebten alten Dad. Sehen aus, als hätten sie eine Funktion. Vielleicht muss ich auf eine bestimmte Weise drauftreten. Zu tun ist. Da, bitte, Liebes, ich habe ein Tor geöffnet, um deinem Bären, deiner Mom zu helfen. Ich finde sicher die Schafgarbenwurzel, die ich auf dem Weg durch den Nebel brauche. Ich hatte keine Ahnung, dass es in diesem Wald Sümpfe gibt. Diese Pflanze sieht gefährlich aus. Ich sollte ihr besser nicht zu nahe kommen. Oh, dieser Baum muss riesig gewesen sein. Gefällt es mir nicht. Hängt hier denn ein Seil? Ah, was soll's. Ich probier's einfach mal aus.
Ich habe sie gefunden. Damit wird Mams Wunde sicher. Noch ein Irrlicht. Was für ein Schleich. Ich muss das hier Mom zurückbringen. Und zwar schnell. Ausdruck in ihren Augen. Nicht einmal menschlich. Oh, wenn ich Mordus Schmutz nicht beseitigen kann, wird sie dann jemals wieder meine Mom sein? Diese Burg ist so alt. Wer hier wohl wohnt? Ganz heiß. Es muss magisch sein.
besser. Wie soll ich das bloß hinkriegen? Ah, da seid ihr ja. Legt los, Jungs. Sie macht auch Mist. Das ist kein richtiger Wolf. Das ist nur Mord. Du bist gebrochen. Wer immer das gebaut hat, war ihr. Dieser Ort macht überhaupt keinen Sinn. Meine Eltern sind früher immer mit mir durch den Wald gelaufen. Oh, was würde ich dafür geben, das noch einmal tun zu können? Und zwar bald.
Ich dachte, ich kenne jeden Winkel des Waldes, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Diese Burg ist so alt. Wer hier wohl wohnt?
Es ist ja ganz heiß. Es muss magisch sein. Kleinvieh macht auch Mist. Das ist kein richtiger Wolf. Das ist nur Mord. Du bist gebrochen. Wer immer das gebaut hat, war ihr. Dieser Ort macht überhaupt keinen Sinn.
Meine Eltern sind früher immer mit mir durch den Wald gelaufen. Oh, was würde ich dafür geben, das noch einmal tun zu können? Und zwar bald. Ich dachte, ich kenne jeden Winkel des Waldes, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Ruinen eines Dorfes. Es ist so alt. Die Luft ist so sauber und frisch. Sobald hier wieder Ruhe eingekehrt ist, komme ich definitiv wieder zurück. Ah!
muss ich sie mit Engelszungen wieder anlocken. Diese Steine sind sehr rutschig, nicht wahr? Du bist gekommen, um zu helfen, oder? Sieh nur, Vögel! Ach, oh je. Ich führe schon wieder Selbstgespräche.
brauche einen Trank, der mich gesund macht. Mir geht's nicht so gut. Ich brauche einen Trank, der mich gesund macht. Sollte im Kampf hilfreich sein. Muss ich sie mit Engelszungen wieder anlocken. Erleichterung. Eine Menge Gold. Nur gut, dass ich keine Höhenangst habe.
Aber jetzt, da Mordu hier ist, sind sie einfach nur böse. Ein guter Bogen. Thank you.
Was für eine Erleichterung. Kleinvieh macht auch Mist. Das ist aber eine Menge Gold. Noch ein Schwert!
Geht's nicht so gut. Ich brauche einen Trank, der mich gesund macht. Eine Erleichterung.
Mir geht's nicht so gut. Ich brauche einen Trank, der mich gesund macht. Thank you.
kam, um zu helfen, oder? Diese Höhlen sind riesig. Was für ein Abenteuer. Sehen. Jetzt muss ich sie mit Engelszungen wieder anlocken. Thank you.
Erleichterung. Macht mir normalerweise nichts aus, Trifnass zu werden. Aber in diesen Höhlen ist es so kalt. Die sehen aus wie riesige Zähne. Sehen. Schon viel besser. Zungen wieder anlocken.
muss ich sie mit Engelszungen wieder anlocken. Damit werde ich großartig aussehen. Wieder anlocken.
Muss ich sie mit Engelszungen wieder anlocken.
Zungen wieder anlocken. Ein Bogen! Gesehen habe. Aller Golem sein. Sie sieht böse aus als die anderen. Nein, nicht besser. Thank you.
Verschmutzung. Sie weicht zurück. Alles ist so zugewachsen. Mom würde hier jeden Baum mit der Baumschere bearbeiten. Gestohlen. Kochen wollten. Und viel schlimmer könnte es auch nicht schmecken. Thank you.
Diese Sümpfe erinnern mich an meine kleinen Brüder. Zumindest was den Gestank. Vielleicht machst du mir keine Angst. Noch ein guter Bogen. Meine Beine werden langsam müde.
Wir brauchen uns Kräfte, oder? Die sind so zäh. Das war doch nur ein Witz von meiner Bahn. Jetzt muss ich sie mit Engelszungen wieder anmachen. Kleinvieh macht auch Mist. Noch mehr Sümpfe? Oh. Chance, daran vorbeizukommen, ohne... meine Brüder! An die Arbeit, Jungs! Ah!
Du bist gekommen, um zu helfen, oder? Diese Trittsteine sind wirklich ganz schön beeindruckend.
Die sind zu zappelig. Ei, das ist besser. Ist das Lava? Wie kann das sein? Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen von ihnen sehe.
mit Engelszungen wieder anlockt. Jetzt habe ich genug Bogen, um jeden Schützen des Königreichs zu erledigen. Was für ein seltsamer Ort für eine Schatztruhe. Eine großartige Waffe. Yeah.
für ein seltsamer Raum. Ich bin Rückendeckung, Irrlicht.
Mom! Nicht wissen, was einer hat hier. Ah!
Er lässt nach. Diese Schiffe sind so alt und traurig. Anlocken. Noch ein Schwert!
Rüstung, ehrlich. Nicht mehr über Eis springen. Mit Engelszungen wieder anlocken. Thank you.
So kalt. Das muss der Schmutz sein. Bogen.
gekommen, um zu helfen, oder? Ein guter Bogen. Kleinvieh macht auch Mist. Thank you.
geht's nicht so gut. Ich brauche einen Trank, der mich gesund macht. Ich brauche nämlich immer noch deine Hilfe.
Ich sie mit Engelszungen wieder an.